Das heißt nicht guten Tag hier in Tettau. Grüß Gott heißt es hier. Mensch, dumme Nuss, Kuh, blöde. Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Omsi 2. Der Omnibus-Simulator. Tache Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Omsi 2, der Omnibus-Simulator. Und ich muss gerade mal was loswerden. Und zwar wurde ich mehrfach gefragt in den vergangenen Tagen. Es ist ja ein neues Bezahl-Add-on rausgekommen, ob ich denn das zeigen werde. Wie ist das nochmal? Warte mal, ich komme gerade nicht drauf. Der BMW 3er oder so. Nee, der Flotte 3er. Nee, auch nicht. Die 3 von der Tankstelle war es, glaube ich. Nee. Moment. Drei Busse, drei Generationen oder drei Generationen, drei Busse. So war's. Irgendwie sowas. Ja, ich hatte da schon angefragt beim Hersteller. Und zwar bevor das erschienen ist. Habe aber keine Version bekommen. Deswegen kann ich euch das jetzt nicht zeigen. Ich werde nochmal nachhaken. Aber müssen wir mal schauen, ob da noch was nachkommt. Zwischenzeitlich würde ich sagen, wir machen einfach was Neues. Und zwar eine neue Map. Es war ja so, der Harry ist ja der unfreundlichste und der unfähigste Busfahrer. Und zuletzt war er in Stettin beschäftigt. Und jetzt hat sich da rumgesprochen, dass er so scheiße ist. Und da muss ich dann immer umziehen und muss einen neuen Arbeitsplatz suchen. Und jetzt sind wir hier in Tettau. So, Tettau, auch eine kostenlose Map. Und das Schöne ist, das ist in Oberfranken und da bin ich ja her. Ne? Also ich bin aus Bayreuth. Ja, und Tettau ist wohl irgendwo bei, keine Ahnung, Landkreis Kronach. Da kenne ich mich jetzt nicht gut aus, aber immerhin Oberfranken. So, jetzt lesen wir das mal kurz vor, damit ihr wisst, was da auf euch zukommt. Herzlich willkommen in der idyllischen Region um Tettau. Die Marktgemeinde hat rund 1000 Einwohner und spielt in Oberfranken, Bayern. Es gibt viel Landwirtschaft, aber auch dichte Wälder. Befahren kann man aber auch zusätzlich zum Landkreis Kronach noch den Landkreis Sonneberg in Thüringen. Jawohl, und Linien gibt's folgende, das steht da rechts, und zwar 8342 und 8343. Fast alles die gleichen Nummern, das ist so ein Kaff, da gibt es weniger Liniennummern offensichtlich. Ich möchte mal fahren jetzt heute gleich Tettau-Kronach, das ist offensichtlich die längste Strecke. Und ja, was gibt's da Wichtiges noch zu sagen? In Franken gibt's ja kein T, deswegen heißt Tettau ja eigentlich gar nicht Tettau, sondern Dettau. Es gibt auch kein K, deswegen heißt Kronach eigentlich Kronach. Und es gibt auch kein P, deswegen heißen in Franken alle Pauls Baul. Ja, das zu eurer Information. Das seid ihr jetzt rundum bereit. Da können wir jetzt loslegen mit einem Start. Ja, das ganze Paket hat mir der Erik zusammengebastelt wieder, mein OMSI 2-Experte, weil ich habe ja nur relativ wenig Plan von irgendwelchen Maps, die man installiert. Da könnt ihr mich auch fragen, wie ihr wollt. Ich habe selber keine Ahnung. Schaut in meine Videobeschreibung, da ist ein Link zu Eriks Kanal. Der kann euch sicherlich irgendwie helfen. Das ist eine Wissenschaft und ich habe dafür keine Zeit, mich da exakter damit zu befassen. Er hat also gemeint, ich soll mal einen Standardbus nehmen, weil Tettau ein bisschen rumzickt. Jetzt ist es hier ja schon dunkel. Was soll das denn? Außerdem, was ist jetzt los? Ich höre irgendwie nur auf einem Ohr was. Ah, okay, mein Stecker war nicht richtig drin. Jetzt stellen wir erstmal die Uhrzeit um. Das ist ja ein Albtraum. 16.46 Uhr, hä? Wir sind mitten im Sommer, da ist doch taghell normalerweise. Wir fahren so um 9. Machen wir mal, ne? So. Palim Palem, sieht schon viel besser aus, gell? So, dann machen wir Shift Z natürlich. Dann haben wir da links oben die rote Infozeile. Das wird interessanter, wenn wir im Bus sitzen. Dann steht auch die Temperatur und die Geschwindigkeit und was der Geier alles. Dann brauchen wir einen Bus, genau. Und da soll ich jetzt einen Standard MAN nehmen, hat er gemeint. Er musste auch irgendwelche komischen KI-Listen mit installieren, damit das überhaupt funktioniert. Die Karte ist wohl ein bisschen wie eine Frau, also quasi mega zickig. Deswegen, was ist das denn? Icarus, okay, mit dem können wir nicht fahren. Ich brauche einen MAN hier, so. Genau, und zwar diesen Niederlande 202, ne? Niederlande, Niederlande 202, England 92, so heißt der. Und mit dem fahre ich jetzt, was nehme ich denn da? Police. Ein Polizeibus, das ist ja schön. Nee, das ist sehr doof. Und das hier ist irgendwas Polnisches wahrscheinlich, ne? Klonowicza, ich kann ja mittlerweile fließend Polnisch, nachdem ich Stettin gespielt habe. HVL, das klingt gut. Genau, der sieht ein bisschen aus wie der Frenkelbus. Genau, und dann nehmen wir als Betriebshof, nehmen wir zum Beispiel, nehmen wir einfach mal Sittingen. Nee, war ein Witz. Mann, Freunde, so doof bin ich jetzt auch wieder nicht. Tettau, also Dettau. So. Genau, und wir starten in Dettau an der Festhalle. Und dann fahren wir mal nach Kronach. So. Also, ich kenne das Gebiet da nicht wirklich, ja, obwohl ich aus Oberfranken bin. Ich bin ja, wie gesagt, eher ein Bayreuther. Da kenne ich mich mehr so in Kulmbach aus und so, aber ja, macht ja nichts. Das hier sieht schon mal sehr oberfränkisch aus. Sehr idyllisch, sehr dörflich. Mit F1 gehen wir in den Bus und den starten wir gerade mal mit E wie Elektrik, wie immer, ne? Seht ihr auch links oben schon, ne? Die Informationen, so Temperatur und so. Hä? Ferien, Weihnachten? Ach so, wir haben am 28. Dezember hier im Spiel. Sonnabend. Das ist ja kacke. Was ist, wenn der jetzt Sonnabend nicht fährt, der Bus? Dann habe ich wieder ein Problem. Werden wir ausprobieren. MW Motor. Dann machen wir die Handbremse los. Nein, machen wir erstmal D wie Drive und dann machen wir die Handbremse los.
Und dann kann ich gerade noch mein Navigationssystem einschalten. Genau, dann sind wir hier. Tettau, Festhalle, da sind wir. So, da ist jetzt aber keine Sau offensichtlich. Na gut. Ich habe ja auch noch keinen Fahrplan. Jetzt fahre ich erstmal dahin. Kopfsteinpflaster. Meine Fresse. So. Genau, jetzt suche ich meinen Fahrplan raus. Jetzt hoffe ich, klappt das auch hier. 8342. Samstag. Tettau-Festhalle nach Kronach Bahnhof. Das stimmt schon mal. Um 10.09 Uhr wird es losgehen. Fahr mal ein bisschen später. Habe ich noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Luft eventuell. So, 13.09 Uhr fahren wir dann erst, ne? Genau. 8342 Kronach. Das könnte ja wie früher fast die Postleitzahl sein. Ja. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir noch 200 Minuten, sind wir zu früh dran. Okay, das ist super. Ich mach mal die Heizung. Wo war denn an dem Scheißbus die Heizung wieder? Da oben, glaube ich, gell? Ja. Erstmal ein bisschen Gebläse. Und dann machen wir hier einfach mal mittelmäßig. 5 Nupsis machen wir mal an. Smog. Was immer das auch bedeutet. Füße wärmer, bla bla bla. Brauchen wir nicht. Ich mache mal das Licht an, auch wenn wir das vielleicht nicht brauchen. Aber wir sind ja hier im Dezember offensichtlich. Ich mache ja auch gerade das Fernlicht an, wenn wir schon dabei sind. Dann mache ich im Bus das Licht noch an. Mit, wie war das nochmal? Mit 6, glaube ich, oder 7, ne? 6. Da sehe ich nichts. Müssen wir mal kurz die Kameraperspektive wechseln. Hoppla. Sieht aus, als ob ich auf einem See wäre. Ach komm, ich muss den fetten Gerhard spielen. Warum hockt denn der Gerhard hier? Da sitzt normalerweise ein Busfahrer und kein Fahrgast. Das ist ja ekelhaft. Den fetten, weißen Wal Gerhard muss ich fahren. Ach Mann. Spielen. So, 7. Und 9. So, was ist da jetzt? Licht im Bus? Na gut, solange ich hier bin, muss ich den ja nicht anschauen. So, dann haben wir jetzt ewig Zeit. Nämlich noch über 199 Minuten. Wo ist der Fahrplan? Da oben ist der Fahrplan. Wir fahren los um 13.09 Uhr. Da kann ich jetzt gerade mal die Zeit vorstellen auf 13.06 Uhr. Machen wir mal. So. Tick. Ja, ich möchte sie soweit vorstellen. So, jetzt habe ich noch 3 Minuten Zeit. Okay, da stehen irgendwelche Hanswursten. Vielleicht wollen die ja mitfahren. Da fahren wir mal ein Stück vor. Ach, ich habe noch gar nicht geschildert, oder? Ich bin ja so vergesslich. Moment mal. Nein, ich habe noch gar nicht geschildert. Scheiße, das hätte ich vorher machen müssen. Linie 8342. Fahrziel Kronach. Das da. Jetzt ist geschildert. Na, das geht ja fix hier. Kronach, stimmt auch. So, will jetzt jemand einsteigen? Nein. Vielleicht hat jemand aus Stettin einen Brief geschickt an die Marktgemeinde Tettau und gesagt, fahrt nicht mit dem mit. Oder es ist ein Bug. Das weiß man nicht so genau. Erster Halt Tettau. Feeshalle. Ach so, ich dachte, ich soll bei der Festhalle starten. Das ist die Feeshalle. Und ist das da drüben oder was? Das olle 70er Jahre Gedächtnis-Beton-Bunkerteil da, oder wie? Ja, es will keiner mitfahren. Wartet mal. Wenn ich aufmache vielleicht. Nö. Was ist denn los mit euch? Angst oder was? Na gut, dann... Wie mache ich jetzt die Tür wieder zu? Ach so, feststelle... Feststellbremse wieder. Haltestellenbremse wieder. So, ja, keine Ahnung. Vielleicht geht das die Tour hier nicht los, sondern woanders. Was ist das denn hier? Ach so, das ist sonst ein gelber Pfeil. Das ist jetzt hier ein blauer Pfeil. Jedenfalls muss ich da lang. 8342. Ja, dann fahren wir jetzt mal los, würde ich sagen. Ne? Wenn ihr nicht mit wollt, ihr Arschgesichter, fahre ich halt allein. Kann keiner meckern, ist auch gut. Also, auf geht's. So, jetzt muss ich gerade mal hier, Feeshalle Terminus. Oh, scheiße, zu weit. Das ist schon wieder ganz schön eng hier. Ist aber nicht so schlimm, weil fährt da gerade noch keiner mit, ne? So, da vorne ist eine Haltestelle offensichtlich wieder. Das könnte ich ansagen, aber es ist ja keiner da. Nächster Halt, Porzellanweg. Oh, da stehen welche, alles klar. Mal schauen, ob die mitwollen. Boah, nein, ey, das sind die hässlichen Stewardessen. Das ist auch noch ein Doppelpack, ey. Doppelt hässlich, das erträgt ja kein Mensch. Haha, die wollen mit. Okay. Soweit habe ich jetzt anscheinend alles richtig gemacht. Also kommt rein, ihr hässlichen Vögel. Vögelinnen, meine ich.
Gruselig, gruselig, gruselig. So, ab jetzt wird's ernst. Ich habe ja natürlich ein neues Profil erstellt, damit man auch später sieht, ob ich erfolgreich gefahren bin oder nicht. So. Alles klar. Jetzt müssen wir hier rum, ne? Boah, ey, scheiß Kopfsteinpflaster überall. Das kann nicht gut sein. Was haben wir denn da? Gleich den Friedhof oder was? Da kann ihr euch hässlichen Stewardessen gleich abliefern hier. Ein bisschen zerhacken und dann dort vergraben. So, nächster Halt, Sonnenhof. Was immer auch der Sonnenhof ist, klingt nach Hotel. Was haben wir da rechts? Ah, das sieht schon sehr, sehr oberfränkisch aus, ne? Also sehr, zumindest sehr dörflich. Oh Gott, ein Kreisverkehr. Na toll. Kreisverkehr, der natürliche Feind eines Fränkel. Schön weit ausholen immer, ja? Es läuft. So. Da vorne ist dann die Haltestelle wieder. Hä? Sind die auf der linken Seite? Warum sind die jetzt auf der linken Seite, die Haltestellen? Ach nee, ich bin jetzt wieder zurückgefahren. Ich hoffe mal, das stimmt, ja, dass das jetzt hier irgendwie so eine Schleife war, die nötig ist. Oh, jetzt geht's über Land, ne? Das sind ja alte Häuser hier, ist ja unglaublich. Was ist denn das für ein schwarzer Strich da mitten auf der... Hä? Sieht ja komisch aus, als ob da irgendwie jemand seine Wäscheleine gespannt hätte. Also nächster Halt nach wie vor Sonnenhof. Jetzt geht's anscheinend schon über Land, okay. Das ist ja... Ach so, das soll eine... Ach ja, das ist eine alte Stromleitung. Wie idyllisch. Kennt ihr sowas überhaupt noch? Sowas Altes da. Ist ja unglaublich. Der Vorteil an solchen dörflichen Landschaften ist natürlich, dass relativ wenig Gegenverkehr ist. Wenige Autos unterwegs und so. Und das Ganze dann noch an einem Samstag. Da sind die alle in der Stadt zum Einkaufen. Oh oh, Kurve. Oh, oh, Gegenverkehr. Uiuiui. Okay, das wird eher was Naturkundliches, die Tour. Das sehe ich schon. Aber es läuft! Ja, in den letzten beiden Folgen hatte ich ja einen Sänger zu Gast hier als Fahrgast. Den Marcel, auch genannt Fahrer Nummer 3 auf YouTube. Wer das nicht gesehen hat, sollte ich das mal reinpfeifen. Der hat ein Lied zum Omsi gemacht und ich finde das echt geil. Das müsst ihr euch mal anhören. Das habe ich in den beiden Folgen zuvor mit veröffentlicht, da könnt ihr mal reinhorchen, ja? Es ist echt nicht schlecht. So, Sonnenhof, ist das ein Ort oder ist das ein Hotel oder was? Wo muss ich hin? Ah ja, nach rechts, alles klar. Ja, das... Oh, rechts vor links oder so, ne? Ich hab sowas von im Griff. Ich fahr ganz vorsichtig, ja? Sieht aber irgendwie nicht aus wie Dezember, wenn er mich fragt. Was mich aufregt, ist, dass ich jetzt hier zwei hässliche Frauen fahren muss, ey. Ich habe immer gedacht, als Busfahrer kriegst du die geilsten Chicks ab, ey. Deswegen habe ich Busfahrer gelernt. Aber jetzt muss ich ständig diese komischen, hässlichen Weiber fahren. Schlimm. Oh, guck mal. Windmühlen zum Angriff. Wer das Zitat kennt, schreibt es in die Kommentare. Da kann er ein bisschen klug scheißen. Oh, Bodenwellen, habt ihr gesehen? Ja, es läuft. Ich sag's euch. So, da vorne haben wir die Haltestelle. Die Scheißbullerei. Wichser! Ihr hört mich eh nicht, ne? Kann ich euch beleidigen, wie ich will. So, okay. Wir müssen nah ran. Anhalten. Da ist jemand. Ja, toll. Außer den hässlichen Weibern jetzt noch eine alte Schachtel, ey. Die ganz viele Falten hat. Und zwar auch an Stellen, die ich euch gar nicht näher beschreiben möchte. Komm, Tür auf hier. Warum geht die jetzt nicht auf? Scheiß Tür klemmt. Guten Tag. Das heißt nicht guten Tag hier in Tettau. Grüß Gott heißt es hier. Mensch, dumme Nuss, Kuh, blöde. Links seht ihr noch einen Jägerstand. Sehr schön. Jawohl, hier wird noch direkt im Ort auch auf Menschen geschossen, glaube ich. So abgeschieden ist das hier. So, Busfahrer Harry macht für heute Feierabend. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, vergesst nicht mehr einen Daumen hoch dazulassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bye bye, bis zum nächsten Mal.